Ja, und damit hallo zusammen zu einer Weihnachts-Special Edition mit einem drehenden Weihnachtsbaum. Dabei ist der Santa Agata. Jawohl! Mit seinem übertriebenen Breakdance und der Grischenbock. Hoi hoi! Wo ihr sehr im Gag steht bei mir. Hey, nein, ich bin einen schönen Baum am Anschauen. Ah, du bist nicht. Ja, schöner Baum schaust du an. Du also bei mir schaust du auf den Silo, das lässt mich durchstehen. ich hoffe mal, YouTube tut den noch nicht allzu blöd wegen dem da. Wegen unserem schönen, drehenden Baum. Auf jeden Fall, ich denke, wir tun jetzt auch diese Folge mal da so starten, dass wir auch in einem halben Jahr noch uns frei erinnern können, dass das mal die Weihnachtsfolge war. Und ich bin das Geschenkli, ich bin das Geschenkli, ich bin das Geschenkli. Ich will nicht auspacken. So, schade. Also. Fertig Weihnachten. Ja. Ja. Wieder los. Schön ist zurück zur Tagesordnung. Gut, los. Ciao Baum. Tschüss. Au revoir. Ja, man sieht ihn da noch im Hintergrund, da können wir das da vielleicht da zeigen. Da. Aus der Ferne sieht er eigentlich schon schöner aus, als wenn man noch davor steht. Und was wollte ich jetzt eigentlich noch machen? Ah, ich bin ja eigentlich immer noch da dran gewesen. Ich würde sagen, wir machen auch in der Weihnachtsfolge noch weiter mit dem Job da, dass wir da das BGA-Feld einmal einigermaßen zu füllen kommen. Ja, ich habe irgendwo meinen Lastwagen liegen lassen. Ah ja, genau. Unterwegs im BGA haben wir liegen lassen. Warum natürlich Licht? So. Weil wir jetzt ja in der Nacht einmal fahren. Ausnahmsweise. Oh, kann man BGA abladen in der Nacht? Nein. Ich glaube nicht. Wie haben Sie uns gehört? Keine Ahnung. Mal schauen. Ich fühle mich jetzt gerade dort. Kann das sagen. Ja, nicht Abgabezeiten. Na, reinfahren kann ich ja mal. Hey, ich denke, es hat kein Problem, wenn sie uns gehört. Ah, warte mal, die Zeit war doch nur bei Holzhausen, ne? Ach ja, stimmt. Wo wir angetestet haben. Holzhausen, da war ja was. Unser Lieblingscafé, das so klein war. Genau. Einmal kehren, hast du alle Felder gesehen? Nein, wenn du den Motor zuhörst, ist wirklich cool. Aber sie hätte nicht gelangt für uns. Für uns die Daten schon fast wieder zu groß. Ja. Aber ja, ich meine, wir müssen ja nicht mit allen Feldern arbeiten und wir können uns ja auf Wesentliches beschränken und. Yes! Wie wenn wir da am Schluss einen Abladen haben, der ist 38% Füllstand. Die haben hinten einen Horamür zum Aufkommen Lastwagen. Okay. Bist du der Grossplatz am Füllen? Nein, Fahrsilo in der BGA. Aha, du, ein kleiner. Du, Santa, wo bist du dran? Ja, ich bin jetzt auch gerade bei unserem Ablagehof. Ah, du bist dort noch am Abdingsler. Und ja, haben wir jetzt gerade mit der Wand verkeilt. Ja, sonst können wir nirgends wie so miteinander. Mit dem Helfer abfahren. Ja, wieso schafft er schnell genug? Er ist eigentlich recht schnell, ja. Ja, der macht ja nichts anderes als fahren. Und kehren. Und fahren. Und so auch, wenn man mal mit der Hälfte vom Hänger geht, sind wir immer noch schneller, als wenn er da immer noch steht. Ja. So, ich habe mich jetzt entschieden, das Probefeld mit Gras zu besehen. Ah ja. Und dann den Christbaum um. Braun sieht einfach scheiße aus. Ja, was ist das? Jetzt sehen wir nochmal einen Blick auf den Christbaum. Ja, weißt du, mal ansehen müsste ja eigentlich gehen, weil das Feld sieht jetzt auch besät aus und bei Gras sieht es ja dann direkt grün aus. Ja. Und jetzt ruckelt es gerade ziemlich. Ja. Christbaum. Muss man das Licht abstellen. Das ruckelt immer noch. Nein, jetzt ist es gut. Christbaum ist im Weg, ich kann ihn sehen. Nein! Stecken fest im Baum. Baum. Ja, ich würde sagen, den Christbaum, den lassen wir jetzt bis zum Dreikönigstag stehen. Bist du wahnsinnig? Wie man das ja in echt auch etwa macht. Das würde ich gut finden, ja. Ich habe meine Sämaschine drin geheilt. Egal. Neu kaufen. Das heisst ja nicht.
Letztes Mal kann man ein Signal mit Bauern, ja. Ja. Mit 5 Lastwagen, 3 Big X. Ja, ja. 2 Mähdröscher und so sind wir. Und ist halt alles subventioniert vom Staat. Und jetzt? Mal X drücken. Ja. Mal X? Nein, nicht mal also, X. Also, die Hauptstadt von Algebria. Ja, genau. Wie ich mache, immer das, was das sollte. Das ist jetzt ein Witz für Bündner, die sich ein bisschen mit Mathe auskennen. So, dann nehmen wir uns jetzt nochmal überraschen, wie das denn da jetzt aussieht, da mit dort wieder Ware einfüllen. Ich mache den Kopf vom Helfer an, wie sie Scheiße, was er macht. So. Fahren wir da wieder rein. Und probieren da mal abzuladen. Können wir da noch rauf? Ja, knapp, ja. Wenn wir mal da oben sind, ist ja gut. Immerhin ein Füllstand von 48% haben wir jetzt. Aber wir könnten es noch ein bisschen mehr verdichten. Wie viel Prozent? Wie viel Prozent Füllstand? 48, aber das Verdichten ist es erst zu 73%. Fahren wir mal mit dem Lastwagen einfach mal ein bisschen drüber. Ja, ich komme jetzt noch bald wieder. Hälfte habe ich schon. Der ist recht schnell da, der Helfer, muss ich sagen. Es nimmt mich Wunder, was er macht. Jetzt fahre ich auf die Bauminsel zu. So, es ist zu 100% verdichtet. Hast du ja. Ja, ja. Vielleicht muss man dann halt von der anderen Seite her rauffahren, das ist flächer. Okay. Wenn du nicht mehr raufkommen solltest. Ja, aber diejenigen, die in der gestrigen Folge ja reingeschrieben haben, was sie sich auf Weihnachten wünschen, die können jetzt in dieser Folge reinschreiben, was sie bekommen haben. Ob sie dann auch das gekriegt haben, was sie sich gewünscht haben. Der Landwirtschaftssimulator. Ja, wird sicher einige geben, also, die den auf Weihnachten kriegen, kann ich mir durchaus vorstellen. Servername von dir, wenn du auch da gehen kannst. Oh, ja. der nützt sie ja nicht, weil einerseits braucht es das Passwort und andererseits müssen sie ja genau dann online gehen, wenn wir am Spielen sind. Was? Und der das ja sehr, sehr unregelmäßig ist. Ja, ja. Immer später. Oh, dann fahren wir da mal auf das Feld rein, da, wo da. Auf dem Feld 14 ist der andere Glühnchen am Fahren. Da muss ich Raps holen. Wo kann man Raps abladen? Erfüllt mir meine Kabine gerade, der Doppel. Aber er fährt so kompliziert. Schon? Ja. Da um die Bäume um. Ja. Ja, gut, sehr. Wie fahrt er mal noch? Ich glaube, das ist das erste Mal. Das wow, Problem ist, wenn... In der Station kriegt man am meisten für Raps. Was für einen Füllstand hast du? 58. Fahren wir da mal ein bisschen da. Nein, nicht zu mir kommen. Nein. Also, nur so eine kleine Info.
Der Schlumpf hat letztes Mal der Ding selber um die Bäume herum kutschert. Ja, ja, jetzt ist es eigentlich recht gut gegangen. Hat er alles wenn man jetzt das erste Mal um ist, wie denke ich, geht es dann? Ja, sobald er mal seinen Plan hat. Ja, jetzt kannst du dich noch um ihn kümmern. So? Ja, ich fahre jetzt da weg. Weil es der noch gekehrt hat. Gut, fahre ich da mal. Okay. Dann bleibt man schon da wegen dem Kehren. Gut, kannst du kommen. So, probieren wir es mit dem Licht nochmal. Ein bisschen schräg lag. So. Da vorne sind auch wieder Bäume. Ne? Ja. Das ist nicht so ein Dorf, so ein Feld. Das ist schon lästig, ja. Mal schauen, ob man die Bäume sich fällen kann. Und dort drüber gruben. Das musst du erst pflogen. Das kann glaube ich nur ab ihm pflogen. Ja, selbst ist ein Reichwert pflogt. Hauptsache die Bäume kommen weg. Kannst du den Vorstock kaufen? Dass man da könnte abholzen, das Ding. Ich sehe ihn nicht mehr, ich bin in den Bäumen drin. Ah. Soll ich mit dem fahren kurz? Warum da die Bäume rumzwirbelt ist. Ja, wenn es nicht geht, fährst du gescheitst, ja. Ja, zwar. Jetzt eigentlich nicht schlecht. Nein, nicht dort rein. Ja, dann fahr du schnell. Ja, nein, es nützt nichts. Mega. Er tut in den anderen Anhänger füllen. Wo dort steht. Oh, Mist. Ja, zwar ist er nicht schlecht gegangen. Ja, ja. Meine Zuschauer haben das Gefühl, du siehst am Fahren, ne? Das ist gut. Ha, hast du gesehen? Nein, jetzt kommen wir nicht. Jetzt hat keinen Bock. So, tipptopp. Du musst gleich abladen wieder, oder was? Ich bin schon abgeladen, ja. Schon wieder auf dem Rückweg? Nein, ich fahr jetzt einmal darüber, weil du wirst schon noch nicht voll sein. Nein. Aber. Ich kann aber noch ein bisschen verdichten. Ist nicht voll. Noch lange nicht. Yes, das kommt verleidest du auf. 98, 99. 100. Ah, hat nicht gelangt. Aber 99 ist auch gut. Wir müssen der bei Geeks da in der BGA? Ja? Weiß nicht. Meine. Also ja. Das ist eigentlich nicht so eigene Besitz, aber die haben nicht hergefahren. Welche sind ihr denn da am Stamm von 8 Eder? Hui. Und Ufa. Ja, morgen am 25. gibt es dann wieder eine Nicht-Nacht-Folge. Juhu. Super, jetzt bin ich einmal drüber gefahren, es hat sich nichts geändert. Ja, wir schon ein paar Mal drüber gewesen, bis es 100% ist. Ja, vielleicht muss er auch an einen anderen Ort drüber fahren. Ja, schon. Das ist auch noch genau an einem Ort, wo es noch nicht komplett verdichtet ist. Das ist 1%. Was haben wir jetzt eigentlich für einen Füllstand? Ich schlage gerade. Ah, jetzt haben wir das Mähwerk abgehängt, da ist näher hergekommen. Oh, da hat jetzt eigentlich das auch noch abgehängt. Eigentlich, ah, scheiße. Jetzt habe ich das Zugmul abgehängt, da. Oh, oh. Das habe ich eigentlich nicht will. So, zurückfahren. Anhängen. Gut, Kugeln ist dran. Jetzt. Fahren wir da rein. Dann steht da. Füllstand 55%. Okay.
Und ich kann Silo zudecken mit 99%. Nein, ja, nicht zudecken musst du noch nicht. Also ich kann. Auf keinen Fall zudecken! Ja, aber er hat gehalten! Füllen wir zu 100%. Willst du nachher gerade übernehmen? Ich bin bei 85%. Ja, ja. So, Kollege Essig, ich bin wieder da, kannst du dir lästig tun. Ich kann dir wieder zu Hause fühlen. Ah, oh, 91% voller. Ja, und die Folge neigt sich auch schon wieder am Ende entgegen. Ach komm, wir machen es ein bisschen länger, weil ja Weihnachten ist. Ja, ja. Erhöhen wir heute auf 20 Minuten. Oh, ich will sehen. Gut. Gut. Machen wir es ein bisschen länger. Wow! Wir haben mal ein Big X angeflogen. Sie ist schon voll Karacho über das Silo gefahren. Ja, so ungefähr. Ja. Praktisch, praktisch der Helfer, nicht? Ich finde es so eine geile Maschine, der Big X. Oh, jetzt sind wir bei 64%. Und 100%? Verdichtung immer noch 100%. Oder ist 99? Weißt du, jetzt, weil halt ich wieder drüber gefahren bin, weißt du? Ja, ist ja schon geworden, weißt du? Ich kann das eben, weißt du? Ja, ja. Fettsack, Mann. Genau er, ha? Ja, ja, genau, ey. Die zwei korpulenter Bauna-Mitspieler schaffen sie wieder mal nicht. Nein. Ich finde es interessant, wie da der Lichtkegel da die Bäume erfasst. So, wo bin ich jetzt gewesen? Nein, nein. Ah, den könnte man da wieder einstellen. Warum? Ah, ja. So, du kannst das. Ja. Was soll ich denn jetzt noch tun? Wieder warten, was der Füllstand ist schon. Ich habe eine Maus im Bild. Eine Maus. Ja. Die war plötzlich eine mit, da. Eine mit viel oder eine mit vier Beinen? Ah, okay. Jetzt ist sie wieder weg. Dann geht's ja noch, oder? Jetzt ist nochmal etwas weggegangen, aber ich weiß nicht was. Ja, hier. Hä? Ich bin schon vorher im Big X gesessen und habe mit meiner Maus bewegt. Und die hast du gesehen. Ach, Schießtreck. Nicht Schießtreck. Ist nicht Schießtreckstrom. Dann fahre ich doch halt einmal um den Feld herum, oder? Ja, ja, ich habe 60%. So lang. Geh im Big X schnell zusammen, dann kannst du schnell den Baum umziehen. Das geht schneller, als wenn er das macht. Ja, ich muss noch schnell durchswitchen, bis in der wieder runter Hand. So. Komm jetzt. Ah. Hallo. Weißt du, wie ich abhole? Ja. Gut gemacht. Ja, da sehen wir jetzt auch gerade das Anzeigeproblem, wo man. Oder das Anzeigeding, wo ist, dass man nur den Lichtkegel vom aktiven Spieler sieht, nicht von den anderen. Weißt du, jeder sieht da momentan nur seinen eigenen Skiwerfer leuchten und bei allen anderen ist einfach nur das Lämpchen, das leuchtet. Ohne Lichtkegel.
Ja, und damit hätten wir jetzt auch die 20 Minuten gefüllt. Nein, jetzt müssen wir schon um den Baum herumfahren. Da muss jetzt der Zuschauer noch laufen. Um den Christbaum herum, gut, ist die. Ich steige da mal aus, respektive hüpfen mal einfach zu einem Gefährt auf dem Hof zurück und gehen dann nochmal zu unserem Baum zum Abschluss. Ja, komm ich auch gleich. Ah, nehmen wir das da noch mit Musik da. Ah, um. Jawohl, wunderbar. Das wär's gewesen vom Weihnachtspart. Ich will auch. Und wo auch immer die anderen sind. Da. Jawohl, das ist auch schon in der Nähe. Sam ist ja nicht unbedingt relevant, er nimmt ja nicht auf. So, jetzt hat es sogar ein bisschen geruckelt. Uiuiui, mich schüttelt es voll durch. Hey. Ja, jetzt haben wir halt We Wish You a Merry Christmas Disco. Nicht scheiße. Ja gut, auf jeden Fall, wenn euch die Folge gefallen hat und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen gegen oben da. Wenn es euch nicht gefällt, dann gibt es halt einen Daumen gegen oben, aber... Gerne habt ihr auch gesehen, eben Kommentar wäre natürlich lässig, was ihr auf Weihnachten kriegt. Nur das kriegt ihr, was ihr euch gewünscht habt oder nicht. Ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder mit dabei. Und bis dahin, tschüss miteinander. So, das Geschenkli auspacken. Geschenkli. Tschüss. Tschüss.